Hallihallo, hier ist wieder euer Star Steffen zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Online. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Und wir schauen mal, was uns hier erwartet. Und wir müssen jetzt mit Commander Talmera sprechen. Die Talmera? Ich glaube, das ist die hier. Nee, ist es nicht. Wo ist unsere Romulanerin hier? Ich glaube, es war eine Romulanerin, mit der ich reden muss. Ach, warte mal. Oder war das eine andere? Ach nee, hier, die ist das erstmal. Und ihr seht, sie hat vor irgendetwas Angst. Find out who's watching me. I'm not safe here. The Klingons are looking for me. They know someone has been feeding intelligence to Starfleet. Ghosts are always watching. Their eyes are hungry. Yesterday they surrounded a drunken Klingon. Now he's dead. They will find me when the blue light shines, and then I'll disappear. Und wir müssen denen natürlich wieder auf den Grund gehen. How could you know that? You may think you know. You may even have readings in your tricorder that you think are right, but you don't know. How could you know? I'm here every day. They watch me and I watch them. Ich kümmere mich schon drum. Keine Sorge, auch was auch immer du für eine Rasse bist. No, they're everywhere. They're watching. Okay. Soll ich Dabo spielen? Hat dies? Can't you see I'm busy losing all... Can't you see I'm busy... Can't you see I'm busy... Can't you see I'm busy... Wo soll ich denn Dabo spielen? Hä? Ist doch so, deine Dabo-Tisch, die es hier gibt. Wie soll ich denn da wo spielen? Hallo? What? Alles, bei Angriff sieht es immer auch hier schlecht aus, ey. Ein Volltreffer in die Scheiben und die saugt's raus, ey. Puh. Wie soll ich denn Dabu spielen? Hallo? Lass mich ja nicht Dabu spielen, die Schweine. Ah. Keep your eyes on the wheel. Ach so, da unten ist es. Scheiß Wasserzeichen hat es verdeckt. Ich darf gar nicht. Scheiß, ich split Wasserzeichen. So, ab geht's. Na, mal schauen, wie es läuft. Die Runde Dabo. Glücksspiel wie Lotto. Dabo. Close enough. I couldn't. Psst. Zamara wants me to give you a message. She wants you to know. If you're interested in finding out what's really going on here at Drazana Station, you need to check out the lower levels. I have an access code for you that will get you past the security doors. If you want to talk with her again, I suggest you collect your winnings and catch her before she leaves. Ach, eine Holo-Lida. Ich wollte sagen, was macht Lida hier auf so einer verranzten Station? Die ist doch auf Dias. Nein. Alles klar. Wie auch immer. Wir sprechen jetzt wieder mit Zimara.
I'm not in the mood for a chat right now, thanks. Keep your eyes on me. You don't need to worry about me. I'm going to leave this place to the ghosts. They seem to belong here more than we do. I've booked passage on a ship. You don't need to know which one. Just tell Drake. He'll keep getting his intel. One way or another. Good luck. You're going to need it. Das macht er schon. Na los, da haben wir auf mein Schiff zurück. Und ja, dahin fliegen, wo wir hin sollen. Und nach diesem mysteriösen Wesen Ausschau halten. Wow, geiles Teil. Ein Skimitar in geiler Form. Oh Mann, ich will das geile Teil haben. Auf die es. Da muss ich auch einfach wieder auf die Galaxiskarte. Ich schließe mich dem Warp in den Schiffe an und warpe mit. Bling. So. Wow. Starker 7. Die ist bestimmt noch verranzt, doch. Jetzt wissen wir, Klingonstation ist. Oh, oh, oh. Die hat bestimmt erbärmlichen Zustand. Die Station. Ihr wisst ja, wie Klingon mit der Station umgehen. Da wird sich nicht viel drum gekümmert, nicht viel gepflegt. Du dürft dich gepflegt, dass er in einem Stück bleibt. Das reicht denen auch aus. Und wenn wir fliegen, schauen wir uns doch mal unser schönes Schiff an. Die USS. Sorry. Tourera. Kann man gerade nicht lesen. Recht lesbar. Warum auch immer. Turinga. Und da ist auch schon die DSS K7. Zu der wir hin sollen. Und ja. Mal sehen, wie uns die Figuren jetzt erwarten. Ab, Rüberbeam, los. Wir reinwarpen ins System erstmal. Hey. Soll es doch gerade Gas geben, Schiff, und nicht bremsen. Oh, ist es denn hier ernst? Ich bin ja mit den geilsten Schiffen rum, ey. Die haben es doch. Ich auch habe so keines T6-Schiff, ey. Du riesen Dreadnought, das ist ein geiles scheiß Teil, ey. Ja. Ich will das Teil auch. Guckt euch das Ding mal an, Alter. Guckt euch das Ding an. Geiler geht's doch nicht, oder? Mit Schiffen her. Warte, jetzt noch nicht. Einfach voll Stopp, weil ich an dieser Stelle erstmal die Folge beende und wir auf der K7-Station in der nächsten Folge weitermachen werden. Und ja, ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Live long and prosper, meine Twiggy-Freunde. Ciao mit V und wie immer, selbe Stelle, selbe Welle. Man sieht sich beim nächsten Let's Play. Ciao!